Der Handelsstreit mit China ist nach wie vor das beherrschende Thema hier an der Wall Street. Frau Navidi, dürfen wir denn bald mit einer Lösung rechnen? Vorerst wird es wahrscheinlich nicht geschehen, denn jetzt befindet sich auch China auf Eskalationskurs. Das heißt wahrscheinlich frühestens zu den G20-Treffen, aber das dann auch nur, wenn die Märkte in den Keller fallen und Trumps Umfragewerte auch. Wie schwerwiegend sind denn die Folgen hier gerade? Die sind durchaus beachtlich, denn was Trump nicht beachtet hat, sind die globalen Zuliefer- und Wertschöpfungsketten, also dass Produkte international gefertigt werden, nämlich dort, wo sie am billigsten, also wo es am preiswertesten und am effizientesten ist. Davon haben im Grunde genommen dann alle profitiert. Und es kann auch sein, dass manche Unternehmen sagen, wir können nicht einfach unsere Fabriken abbauen und woanders hinlegen, dass zum Beispiel Apple sagt, okay, sogar mit Strafzöllen ist es für uns preiswerter, wenn wir in China bleiben. Glauben Sie denn langfristig, dass Firmen zurückkommen werden hier in die USA? Ja, Trump kann sie nicht so einfach dazu zwingen, denn man muss auch sehen, dass über die letzten Jahrzehnte in China zum Beispiel Fabriken dort spezielle Maschinen geschaffen haben. Dort sind die Arbeitskräfte immer noch preiswerter. Also es ist eher wahrscheinlich, dass Unternehmen dann in andere Länder ausweichen, wie zum Beispiel Vietnam, Indien, Thailand, und dort produzieren lassen oder dort Bestandteile beziehen werden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Trump jetzt das Ruder noch rumreißen kann? Ja, das ist nicht, er kann es versuchen, aber die Schäden sind, wie gesagt, schon eingetreten. Denn was man auch sehen muss, ist, dass Handel im Wesentlichen auf Beziehungen beruht und auf Netzwerken. Und man kann nicht einfach 2 Jahre keinen Handel treiben und dann zurückkommen zu seinen alten Handelspartnern. Die haben dann neue Kunden, neue Abnehmer, und man kann da nicht einfach anknüpfen, wo man irgendwann mal abgebrochen hat. Abschließende Frage: Was erwartet uns da denn jetzt noch in Zukunft an Folgen? Wahrscheinlich eine weitere Entflechtung und Entfremdung dieser beiden Länder. Auch, dass China vermehrt eigene strategische Branchen fördern und unterstützen wird, wie zum Beispiel Halbleiter und Semiconductors. Und und dass man weiter auf Konfrontationskurs geht, was auch dazu führt, dass Unternehmen weiterhin Unsicherheit haben und nicht investieren werden, was sich negativ auf das Weltwirtschaftswachstum auswirken wird. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.